Das Kurfürstentum Köln bestand fast 1000 Jahre und war ein bedeutender Machtfaktor in Europa. Es erstreckte sich mit geschichtlichen Veränderungen von Andernach, kurz vor Koblenz im Süden, über die bedeutende Stadt Bonn und die westliche Enklave Zülpich nach Kaiserwerth im heutigen Norden von Düsseldorf bis nach Odenkirchen, fast an der niederländischen Grenze. Stark befestigte Landesburgen dienten dem Schutz vor einfallenden Truppen. Die Kurfürsten wählten über Jahrhunderte hinweg die Könige des Heiligen Römischen Reiches und hatten somit eine entscheidende Rolle im europäischen Machtgefüge. Erzbischof Matarnus um 313 ist der erste namentlich bekannte Erzbischof von Köln. Reliquien des heiligen Severin, des dritten Kölner Erzbischofes, werden vermutlich in St. Severin aufbewahrt. Hildebold festigte die christliche Kultur in Köln. 969 wurde Gero Erzbischof, der das berühmte Kreuz stiftete, das heute im Kölner Dom besichtigt werden kann. Er ließ vermutlich auch den Gero-Kodex anfertigen, ein herausragendes Beispiel der ottonischen Buchmalerei. Evagea ließ Theopanu, die Kaiserin des römisch-deutschen Reiches, auf eigenen Wunsch in St. Pantaleon bestatten. Erzbischof Anno II. Entführte in Kaiserwerth Heinrich IV. Und riss die Reichsinsignien an sich. In Köln kam es trotz seiner Machtfülle 1074 zum Aufstand gegen den ungeliebten Erzbischof. Anno musste aus der Stadt flüchten und rächte sich hierfür später grausam. Arnold II. Von Wied war Reichskanzler und krönte 1152 Kaiser Barbarossa. Reinald von Dassel sorgte 1164 für die Überführung der Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln. Köln wurde somit einer der wichtigsten Pilgerstädte der Christenheit. Philipp I. von Heinsberg war maßgeblich am Sturz Heinrich des Löwen beteiligt und erweiterte das Kurfürstentum um Westfalen mit den damals wichtigen Städten Arnsberg und Werl sowie um die Vest Recklinghausen. Engelbert festigte die Herrschaft in Westfalen, doch am 7. November 1225 wurde der Erzbischof auf der Rückreise von Friedrich von Isenberg ermordet. Aus dem Geschlecht der Aare von Hochstaden, die mit dem Kaisergeschlecht der Staufer blutsverwandt waren, entstammte Konrad von Hochstaden. Er legte nicht nur den Grundstein für den Kölner Dom, sondern erweiterte Kurköln in das Gebiet des Ahrtals. Die Erzbischöfe versuchten immer wieder ihre Macht in Köln und im Umland zu erweitern. Dies führte 1288 zur Schlacht von Worringen.
Erzbischof Siegfried von Westerburg unterlag mit seinen Verbündeten gegen eine Allianz aus brabantischen Truppen, Kölner Bürgern und Gefolgsleuten von Graf Adolf dem V. von Berg. Siegfried von Westerburg wurde Gefangener des Grafen von Berg. Durch die Schlacht veränderte sich das Machtgefüge im gesamten Nordwesten Mitteleuropas. Wilhelm von Gennep initiierte 1351 den Landfrieden von Herren und Städten zwischen Rhein und Maas. Friedrich III. Von Saverden konsolidierte die Finanzen. Doch unter Ruprecht von der Pfalz kam es erneut zu einem Krieg, der fast europäische Dimensionen angenommen hätte. Die Belagerung von Neuss 1474-75. Ruprecht und seine Verbündeten konnten vom Kaiser unter Kölner Bürgerschaft geschlagen werden. Ruprecht geriet in die Verbannung. Hermann, der IV. Von Hessen, war auch Fürstbischof von Paderborn und versuchte, die Finanzen wiederherzustellen. Hermann von Wietz Reformationsversuche der Kirche scheiterten. Gebhard Truchseß von Waldburg-Trauchburg bekannte sich zum Protestantismus und verlagerte somit das mitteleuropäische Machtverhältnis. Er wurde vernichtend geschlagen und geriet in die Verbannung. Die bayerischen Wittelsbacher unter Ferdinand von Bayern übernahmen die Macht. Erzbischof Clemens August war einer der prunkvollsten Erzbischöfe. Unter ihm wurden die Schlösser Augustusburg und Falkenlustenbrühl erbaut. Doch unter Maximilian Franz von Österreich kam es zu einem europäischen Umbruch. Napoleon besetzte die Rheinlande und zerschlug das Kurfürstentum Köln nach fast 1000 Jahren Herrschaft.